Schuhe. Ah, ich weiß, wo ich bin, glaube ich. Ich bin oben rechts. Bleh. Ich hab ja Lust, ein bisschen mich zu töten, ne? Ja, dann mach doch. Dann verlieren wirst du nicht viel. Ja, dann stürze ich mich mal vom nächsten Gebäude. Wow. Genau, von hier ist noch eine Polizeistation, genau da vorne. Stürze ich mich mal da runter. Das ist eine interessante Aufnahme heute. Ja. Macht auf jeden Fall Bock auf so einen gut besuchten Server irgendwie. Ist zwar blöd, dass man an der Ort stirbt. Ja. Ja. Aber besser als gar keine Begegnung, ne? Ja. Was mich aber ein bisschen wundert, ist, dass es überhaupt keine Zombies hier gibt. Ja, finde ich ganz angenehm. Ich habe die Zombies eh nicht gemacht. Haben sie vielleicht. Darum geht's doch aber in dem Spiel hier. Ja, aber trotzdem. Day Z, ne? Das Z steht. Für Züberleben. Züberleben. So. Ob das reicht, weiß ich nicht. Ich kann nicht springen. Ich kann hier nicht runterspringen, das ist doch nicht. Nimm Anlauf. Nee. Lässt er nicht zu? Nee. Wahrscheinlich breche ich mir eh dann nur ein Bein. Und dann kann ich sehen, wie ich hier rumkrüppel. Ja, ja. Kenn ich irgendwo hier. Oh, diese Stadt, ne? So, mal schnell in das Häuschen reingehen. Gucken wir mal, was Interessantes hier finden. Was zu trinken? Das ist interessant genug. Nicht irgendwie ein Krankenhaus oder sowas. Du bist in der Stadt rechts oben, hast du gesagt. Das soll Nitschni? Nee, soll Nitschni war, glaube ich. Nee, das ist das da rechts an. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Svetjolarsk. Du bist in der Polizeistation. Du warst. Es gibt kein Krankenhaus hier. Aber ein Auto soll es da geben. Ach. Wo denn? Ach. Wenn du auf der Straße stehst, sodass du das, die Polizeistation zu deiner Rechten hast. Ja. Oh, das ist schwer. Und du guckst auf die Kreuzung drauf. Moment, Moment. Also da müsste es eine Kreuzung geben. Moment. Moment. Ich hab's gleich. Vor oder hinter der Polizeistation? Du stehst auf der Straße, die Polizeistation ist an deiner rechten Seite und du guckst auf eine Kreuzung. Ja. Achso, vor der... Ja, okay. Auf der Karte hier ist es eine eher breitere Straße. Dann musst du rechts ums Eck, also einmal um die Polizeistation rum. Mhm. Oh, guck mal, eine Pistole. Und dann die nächste links... Und dann geradeaus durch. Dann läufst du zweimal über Bahngleise drüber. Und dann sollte auf der linken Seite das Auto bald auftauchen. Wenn du es nicht findest, ja. Man kann es auch beschreiben, woran du vorbeiläufst. Vielleicht kann ich dir damit noch ein bisschen weiterhelfen. Häuser. Wow. Oh. Ich hasse diese Stadt, ne? Bahngleise. Mhm. Das ist dann aber ziemlich im Süden, oder? Nee, noch weiter im Norden. Die Polizeistation ist ziemlich weit im Süden. Nee. Doch. Nee, die ist ganz am Ende von der Stadt im Norden. Ja, das ist Süden. Nee. Nein. Doch, laut Karte ist das Nein. Süden. Oder Südwesten, wenn du willst. Nein. Aber es ist unten. Nein. Doch. Nein.
Da hört die Stadt auf, da gebe ich dir recht. Ja, wenn man die Straße, wenn ich die Polizeistation auf meiner Rechten habe, ja, tue ich mich einmal um 180 Grad drehen und laufe ja dann auf der Straße zum Airstrip. Zum Airstrip. Wo ist denn da ein Airstrip? Ach, da. Ja, dann läufst du in die Richtung Airstrip. Der ist aber südwestlich und nicht nördlich. Das ist nicht Süden, das ist im Norden. Viel weiter nördlich kannst du hier gar nicht. Wo ist das nächste Haus, ey? Ich will mich da runterstürzen. Und kann mich mal hier irgendwie mal schießen? Na, wenn du es brauchst, ist keiner da. Ja, echt mal. Irgendwo muss man hier doch klettern können. Da, wo ich hergekommen bin, da war ein Kran. Da könnte man sich, glaube ich, auch ganz geil runterstürzen. Bestimmt. Ich bin gestorben, als wir in dem Schiff drin waren, ja? Wenn ich runtergefallen bin, gestorben. Ja. Das hat gereicht. Willst du doch irgendwas finden, wo du dich runterstürzen kannst? Warte mal, ich laufe hier gerade über... Oh, eine Trinkflasche. Über zwei. Ich bin hier gerade über Bahngleise drüber gelaufen. Ja, kurz darauf müssten nochmal Bahngleise ja kommen. Ja. Und dann? So, und dann macht die Straße so einen leichten Linksbogen. Ja. Okay. Und dann kommt auf der linken Seite ein Haus. Ja. Das erste. Und da soll angeblich ein Auto sein. Stehen mehrere Autos, die sind immer alle kaputt. Dann such mal was, wo du dich unterstützen kannst. Heatpack damaged. Ich lauf mal wieder zum Kran. Trinken kann ich mich nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich meine, wir hätten uns mal lange ins Wasser reingelegt, zu gucken, was passiert, aber ist, glaube ich, nichts passiert. Oh. Shotgun, ha? Oh, geil. Ich bin eigentlich voll nicht so der Shotgun-Typ, aber die Shotgun hier im Spiel ist schon sehr geil. Oh, und ein kleines Beil, damit kann ich... Ne, ist ein Hammer. Ich hab einen Hammer. Ist das ein kleiner Hammer oder? Es ist ein Fleischhammer. Und damit kann man Büchsen öffnen. War super. Es sind noch sage und schreibe 7% übrig geblieben von der Dose. So, viel denn. Willst du dich jetzt erkälten und daran sterben, oder? Na, ich wollte eigentlich. Ich hab mich eigentlich drauf gefreut, dass ich ertrinke oder so. Oder dass mich ein Hai auffrisst. Wo soll denn da bitte ein Hai herkommen? Ein Ei? Ja, genau, das auch. Sicher ja nicht. I'm rapidly cooling off. Schön machst du das mit deinen Füßen. Nicht da aufs Dach klettern. Och, guck mal. Meine Waffe, ne? Eine Mosin. Nehmen wir mal mit. Was ist das hier? Munition. Für die Mosin. 9 mm Schaden. Leider nicht. Großer Hammer. Oh, da ist eine Leiter. Da kann man hochklettern. Ja, damit haben wir die Zombies erlegt, aber... Hammer! Keine Zombies... Hammer! Keine Zombies, keine... Sledgehammer-Action. Boah, wenn ich damit einen erschlagen könnte. Das fände ich mir sehr dufte. Ranschleichen, Hammer auspacken. Bam! In your face. Biatch. Das hättest du mal sagen müssen dann.
damit er das noch schön hört. Bitch. Mit dem In-Your-Face. In-Your-Face war es ja nicht, das war ja im Hinterkopf dann. Angebot gemacht. Was beobachtest du? Ein Zelda-Spiel, ist mir aber zu teuer. Was denn für ein Zelda-Spiel? Four Sword Adventures für den Gamecube. Gibt's das nicht auch für den DS? Das gab's noch für eine andere Konsole, ja, das ist richtig. So, ich bin in Elektro. Schön. Elektro-Bier. Ich bin gleich am Ufer, wo ich hochklettern kann. Und dann werde ich auf ein Dach klettern und dann werde ich mich runterstürzen. Dann werde ich sterben. Yay! So, mal sehen, ob ich das Auto nochmal finde. Aber dazu muss ich erstmal komplett quer durch Elektro durch. Krieg ich hin. Krieg ich hin. Kein Problem. Ich hab einen Hammer. Und eine Mosi. Hier liegt ja auch Munition. Einer. Da hat sich jemand schon mal einen Gedanken drüber gemacht. Ne? Schwarzer. Goodbye, cruel world. Wusch. Aber der ist nicht hier runtergefallen, sondern es sah eher so aus, als entweder ist er erschossen worden oder der ist von dem Kran gefallen, wobei ich nicht weiß, wie man auf den Kran draufkommt. Er wusste vermutlich nicht mehr, wie man runterkommt. Ja. Nice. So, mal sehen, ob man da noch was... Freiheit! Oh, und? You're dead. Oh. Ja gut, das waren auch 10. Ich habe was zu essen gefunden. Wollte es mit meinem Fleischhammer öffnen. Ja. Und dann stand da, I have opened the canned peach, but I have dropped some when I was opening it. Rat mal, wie viel Prozent noch drin waren. 12? 0. Der hat quasi alles fallen lassen. Also man kann sich auch anstellen, ne? Je Gesundheit. Dankeschön. Scheiße, ich bin gerade jetzt verschluckt, ey. So. Da muss ich gekommen sein. Wo bin ich? I have no idea. Okay. Aber hier sind schon mal Gleise. Ich habe den Bahnhof gefunden von Elektro. Hier schießt jemand rum. Das ist zum Teil ein gutes Zeichen, zum Teil ein schlechtes Zeichen. Nee. Auch eine Mini-Pistole. Das ist irgendein Gerät, was hier... Irgendeine Maschine. Ich weiß nicht, ob es ein Auto ist. Wenn irgendwo ein Auto steht, ne? Ohne Inhaber. Nimm's mit. Ja. Packe ich in meinen Rucksack. Genau. Du hast keinen Rucksack mehr. Ich weiß. Aber das Geräusch hat sich so... irgendwie so angehört. Mhm. So, ich bin in Hipporupk. Hipporupk. Ich guck gleich mal nach. Also es ist eine umgedrehte 4 am Anfang. Nee, es ist eine richtig rumme 4. Eine richtig rumme 4. Hattest du Wasser in der Nähe? Ich glaube ja. Und Gleise. Gleise, okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, ich glaube da hinten, ja, das Wasser. Gleise und Wasser, dann muss es ja... Hippo, das ist Tschernogorsk. Und die 4 ist falsch rum. Nee, ist nicht rum. Es ist keine 4. Doch, nur dass der Strich nicht komplett durch den einen anderen Strich durchgeht. Wasser auf der rechten Seite und dann Abmarsch. Okay. Dann kommst du irgendwann zu mir. Ich schätze mal, dass das ein Auto war, das Geräusch. Soll ich irgendwas
durchsuchen oder soll ich direkt zu dir kommen? Du kannst gerne was durchsuchen. Wird nicht schaden, glaube ich. Nö. Och nee, ich will aber gar nicht. Nee. Ich habe eigentlich schon irgendwie da drauf gehofft, dass du sagst, ja, ich habe so viel, ich kann dir gleich was abgeben. Ja, ich könnte dir was geben, aber es wird dir nicht helfen.